Willkommen bei einem winterlichen RIMO Release Update. Voller Vorfreude auf Weihnachten dürfen wir euch heute zum letzten Mal die in RIMO realisierten Entwicklungen und Verbesserungen der vergangenen Monate vorstellen. Nun lasst uns keine Zeit verlieren, denn wir haben wieder viel vor. Der Patch Report kann direkt über den Port oder das REC aufgerufen werden. Mit Klick auf den Report öffnet sich das PDF in einem eigenen Browserfenster. Durch die Erweiterung erhält man in wenigen Augenblicken noch einfacher zusammengefasst alle nötigen Informationen zur Patch-Verbindung. Auf der Service Connection beim Service werden nun die hochgerechneten Dämpfungswerte angezeigt. Diese Werte sind eine Berechnung aus der Summe aller Konnektoren, Splices plus der Länge der Faser und dem dB-Wert. Jetzt ist es möglich, die Dämpfungswerte am Serviceport einzublenden. Hierbei handelt es sich nicht um die tatsächlichen Dämpfungen aus einem Messprotokoll, sondern um eine Berechnung, die sich wie folgt zusammensetzt. Summe aller Konnektoren, Splices, also dB-Wert vom Connector Master Item, plus die Länge der Fasern, Attribute Length in Meter, mal dem dB-Wert vom Master Item der Faser. Durch diese zusätzlichen Informationen in RIMO ist man nun in der Lage, einen besseren Überblick zu Dämpfungswerten einer Faserstrecke zu erhalten. Bis jetzt wurden defekte Fasern entweder nur im Tree des Kabeleditors in Rot gekennzeichnet oder als Attribut im Splice Manager sowie im Overlay Queries angezeigt. Diese Information ist jedoch auch an vielen anderen Stellen in RIMO wichtig. Deswegen können nun defekte Fasern auch im Editor und Tree der FTTX Location, im Line Trace, im Kabel Overlay und im Service Manager angezeigt werden. Im Tree der FTTX Location ist bei einem vorhandenen Line Trace nun Folgendes sichtbar. Wird der Kreis orange gezeigt, im Beispiel Faser 1, so deutet das darauf hin, dass im gesamten Line Trace der Location eine defekte Faser vorhanden ist. Wird der Kreis rot angezeigt, im Beispiel Faser 4, ist die Faser selbst defekt. Auch im Overlay sind defekte Fasern an folgenden Stellen erkennbar. Erstens im Tab Info, dort wird in der Zeile Cores Defekt die Anzahl der defekten Fasern sowie der Prozentsatz angezeigt. Zweitens, auch im Tab Trace wird die defekte Faser durch eine rote Farbgebung dargestellt. Außerdem wird man beim Verbinden eines Services mit defekten Line Trace darauf aufmerksam gemacht, dass defekte Fasern vorhanden sind. Durch diese zusätzlichen Informationen erhält man eine bessere Kontrolle über das Fasernetz. Ein Vorteil für Betrieb und Planung. Mithilfe des bereits seit längerem vorhandenen Line Traces hat man die Möglichkeit, die Faserverbindungen und den Faserverlauf nachzusehen. Was bis dato jedoch fehlte, ist die Info, in welche Kategorie das jeweilige aufgelistete Equipment fällt. Ab sofort wird nun zusätzlich die Physical Category des jeweiligen Master Items des Parent Objekts im Line Trace angezeigt. Durch die Material-Configs gibt RIMO die Möglichkeit, vordefinierte Materialbausätze zu erstellen, um diese in verschiedenen Stellen mehrmals anzuwenden. Was ist nun neu? Beim Klonen von Material-Configs werden ab sofort auch Cores und Faserverbindungen der ursprünglichen Config übernommen. Diese zusätzliche Hilfestellung erspart den User viel Zeit beim Administrieren der Configs. Auch bei den AHA-Reports gab es dieses Mal ein paar Erweiterungen. So wurden die Actions in der Work-Order-Tabelle angepasst, wodurch der AHA-Report jetzt für selektierte Work-Orders generiert werden kann. Außerdem kann für diese Work-Orders ein ZIP-File aus deren AHA-Reports generiert werden. Darüber hinaus wird nun die Color Value 2 des Rohrverbandes am AHA-Report angezeigt. Auch in anderen Reports und Overlay-Ansichten, in denen bis dato nur die Color Value 1 dargestellt wurde, wird nun das Color Value 2 dargestellt.
Diese Erweiterung bringt den RIMO-Usern ein Plus an Aktionsmöglichkeiten bei den Aha-Reports. Durch die Anlage einer Work-Order mittels API kann es vorkommen, dass Work-Orders ohne angegebene Building-ID keine Zuordnung zu Locations, also Gebäuden, haben. Daher ist es ab sofort im GIS-View möglich, die Work-Orders nachträglich Gebäuden zuzuweisen. Das verbessert die Bedienung sowie die Interaktion mit dem CRM und erleichtert somit die tägliche Arbeit in RIMO. Eine Erweiterung gibt es nun auch für den Funding-Bereich. Im Geo-Package des Funding-Requests werden nun Routen im Status Cancelled nicht mehr mit exportiert. Dadurch erhält man ein noch aufgeräumteres Ergebnis. Im Zuge des Bugfixes wurde verhindert, dass einem Objekt erneut Material zugebucht wird, wenn dieses bereits eine Change Order hat. Auch das Zubuchen bei dokumentierten Materialien wurde verhindert. In beiden Fällen erscheinen nun Warnings. Bis dato war es möglich, durch das Setzen des Timestamp Close-Zeitstempels den Workflow-Stage einer Work-Order zu manipulieren. Dieses Attribut ist nun nicht mehr beschreibbar und der Workflow lässt sich somit nicht mehr verfälschen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten in RIMO gesichert sind und nachhaltig genutzt werden können. Bis jetzt konnte durch den Remove-Dialog am FCP-Pop-Up-Menü alle im FCP befindlichen Drop-Elemente wie Kabel und Rohre ohne Warnung gelöscht werden. FCPs und deren Subcluster können ab sofort nur gelöscht werden, wenn keine Feeder-Ducts und Feeder-Kabel am FCP enden und der Execution-State der Drop-Objekte kleiner gleich Grobplanung ist. Die Bill of Material ist die Auflistung jener Materialien inklusive deren Preise, Status, Kategorie und so weiter, die in einem Cluster, einem Sidecluster, einer FCP Area oder einem Installation Ticket geplant bzw. verwendet wurden. Neu ist nun, dass im Bill of Material Reiter des Cluster Editors auch die Inventory Number, also Inventarnummer des jeweiligen Master Items angezeigt wird. Durch diese zusätzliche Information bei der Bill of Material hat man alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Das Suchen des gewünschten Projekts im PM Cockpit ist über die Eingabe von mindestens 3 Zeichen im Inputfeld oder auch direkt über die Lupe möglich. Angezeigt werden nur aktive Projekte. Bisher wurden aktive und auch inaktive bzw. geschlossene Projekte angezeigt. RIMO merkt sich das zuletzt gewählte Projekt und öffnet dieses bei erneuten Einstieg wieder. Die Lupe kann zwischen Open Projects und All Projects die Suche vereinfachen bzw. erweitern. Unter Open Projects werden alle aktiven Projekte angezeigt, für welche der aktuelle User berechtigt ist. Unter All Projects werden alle aktiven und inaktiven bzw. geschlossenen Projekte angezeigt, für welche der aktuelle User berechtigt ist. Die Anzeige von inaktiven bzw. geschlossenen Projekten kann hilfreich sein, um mit aktiven Projekten zu vergleichen. Das PM-Cockpit wird noch laufend überarbeitet. Ein Produktvideo folgt, wenn die Arbeiten daran abgeschlossen sind. Wird ein neuer Auftrag angelegt und im Zuge dessen gleich ein Template gewählt, dann werden auf der rechten Seite des Dialogs Details zum Template angezeigt. Bisher wurden die verwendeten Projektmeilensteine des Templates nicht angezeigt. Das haben wir nun verbessert. Am Template Work Package im Tab Used By kann mittels Remove die Relation zwischen Sales oder Work Package und Template aufgehoben werden. Hierbei ist der Status der Work Packages oder der Milestones nicht relevant. Anschließend können Template-Änderungen nicht mehr auf die ausgewählten Vorgänge gepusht werden. Bisher war es nicht möglich, On-Site-Attribute jenen Work Packages zuzuweisen, die keine Location-Zuweisung hatten. Das haben wir nun angepasst. Wie ihr ja bereits wisst,
können bzw. müssen in der Section Optional and Mandatory Attributes im Work Mode Attribute befüllt werden. Ich möchte euch nun die Unterschiede im Zusammenhang mit On-Site-Attributen in zwei Beispielen kurz erklären. Beispiel 1: Work Package mit On-Site-Attribute ohne Location-Zuweisung. Das Work Package verfügt über Attribute, die als On-Site markiert sind und hat keine Location zugewiesen. So wird für jede Location der Sales Order eine eigene Überschrift erzeugt und darin alle On-Site-Attribute hinterlegt, welche befüllt werden können bzw. müssen. Dynamische Attribute, die nicht On-Site sind, werden außerhalb der Location Sections dargestellt. Beispiel 2: Work Package mit On-Site-Attributen und Location-Zuweisung. Das Work Package verfügt über Attribute, die als On-Site markiert sind und hat eine Location zugewiesen. So werden für die zugewiesene Location alle On-Site-Attribute hinterlegt, welche befüllt werden können bzw. müssen. Dynamische Attribute, die nicht On-Site sind, werden ebenfalls dargestellt. Vor einiger Zeit wurde bereits implementiert, dass alle Work Packages der Sales Order geschlossen sein müssen, damit die Sales Order in den Status Financial Closing versetzt werden kann. Unter anderem müssen auch die Zeiteinträge genehmigt oder abgelehnt worden sein, damit man den Statuswechsel durchführen kann. Ist beides nicht der Fall, kommt es bekanntlich ja zu folgender Warnung. Damit aber nun nicht alle Work Packages einzeln geschlossen werden müssen, haben wir die Sub-Action Delete Work Packages Milestones entwickelt. Wird die Funktion aufgerufen, wird noch eine Aufstellung der inaktiven und aktiven Work Packages und Milestones angezeigt, denn es werden nur Work Packages und Milestones kleiner dem Status in Progress gelöscht. Work Packages oder Milestones, die in Progress sind, müssen manuell geschlossen werden. Bitte darauf achten, dass die Funktion bzw. das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann. Die Work Packages und Milestones werden unwiderruflich gelöscht. Dadurch können möglicherweise Daten wie Kommentare, Files etc. verloren gehen. Welche Daten gelöscht werden oder bestehen bleiben, sind bitte der Wikidoku zu entnehmen. Ebenso möchte ich noch darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine Customized-Funktion handelt. Wenn diese gewünscht wird, bitte einfach ein Ticket erstellen. Bisher wurden Sales Orders, welche als wartend oder abgebrochen markiert wurden, nicht gut dargestellt. Somit konnten User schlecht erkennen, in welchem Zustand sich die Sales Order befindet. Wie ihr ja wisst, können Aufträge über die Sub-Actions als abgebrochen oder wartend markiert werden. Bei beiden Varianten erhält man nach dem Betätigen der Sub-Action eine Auflistung aller Vorgänge inklusive Status. Soll der Auftrag nun zum Beispiel abgebrochen werden, so ist das Häkchen zu setzen und eine verpflichtende Notiz zu hinterlegen. Wurde der Auftrag abgebrochen, so wird neben den Info-Icons und dem Vorgangseditor jetzt auch im Sales Order Editor darauf aufmerksam gemacht. In My Projects List haben wir nun die Multi-Actions erweitert und zusammengeführt sowie die Edit-Funktionen ermöglicht. Die Actions sind ebenso in allen Work-Package-Tabellen vorhanden. Die Edit-Funktion erscheint nur, wenn eine einzige Sales Order selektiert wurde. Auf Anregung von Franz besteht nun die Möglichkeit, gleiche Entscheidungsnachfolger über das Plus zu setzen. Voraussetzung ist, dass die Vorgänge in der gleichen Entscheidungskette liegen. Somit können Arbeitsschritte ausgelassen bzw. übersprungen werden, ähnlich wie früher mit Not Needed. Sehen wir uns das nun kurz anhand eines Beispiels in Rimo an. Wir befinden uns hier auf einem Template. Beim Work Package Termin mit Kunden vereinbaren kann entschieden werden, ob man das Angebot nochmals überarbeiten muss, Work Package 5, und dann den Termin mit den Kunden abhalten kann oder gleich den Termin durchführen kann, Work Package 6. Somit kann beim Schließen des Work Package 4 entschieden werden, ob man den Schritt Angebot überarbeiten, auslassen möchte oder es doch nötig ist. Der Ablauf endet aber gleich. Bisher war es so, dass der Work Package Fortschritt automatisch berechnet wurde, sobald ein Action Item der Checkliste als erledigt markiert wurde.
Das ist jetzt optional. Über ein Icon, welches eben aktiviert werden muss, damit die automatische Berechnung durchgeführt wird. Schauen wir uns das anhand von einem Beispiel nun näher an. Standardmäßig wird der Fortschritt nicht automatisch berechnet, sobald ein Action-Item als erledigt markiert wurde. Das bedeutet, dass der Fortschritt des Work-Package nicht anhand der erledigten Action-Items berechnet wird, sondern manuell angegeben werden kann. In diesem Beispiel haben wir 3 von 5 Action-Items als erledigt markiert und setzen den Fortschritt nun manuell auf 50%. Wird die automatische Berechnung aktiviert, wird zusätzlich folgender Toast rechts unten am Bildschirm angezeigt. Der Fortschritt wird nun durch die Anzahl der erledigten Action-Items gesetzt. Im Beispiel haben wir immer noch 3 von 5 Action-Items erledigt. Somit liegt der Fortschritt des Work-Package bei 60%. Wird die automatische Berechnung deaktiviert, so wird ebenfalls ein Toast am rechten Bildschirmrand angezeigt. Bevor die Nacht zuerst ganz still und zum Jahresausklang dann etwas lauter wird, bedanken wir uns noch für euer Interesse an den vorgestellten Themen. Weiterführende Informationen gibt's wie immer in unserem RIMO-Wiki. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind bereit für die erste Schlittenfahrt und wünschen euch vorher noch im Namen des gesamten RIMO-Teams frohe Weihnachten und Prosit 2024.